Liebe Gemeinde, wie Toninger zu sagen pflegt, Fritz allein zu Haus kann ich gar nicht glauben, denn ich stehe hier zwischen meinen Freunden. Das wäre ich mal am Anfang die Frage, sind das alles Schlafmützen oder sind das echte Rockgitarren, die vielleicht auch etwas zu erzählen haben. So, dann wünsche ich euch mal jetzt viel Spaß bei dem, was ich da aus den Gitarren rauskitzel und hoffe, dass es euch interessiert. So, fangen wir mal hier an, nehmen den Hut mal ab. Gitarren haben alle ihre besten Hüte auf. Wir haben hier eine Gitarre, mit der habe ich die Aufnahmen von King von Prenzlauer Berg und Meister aller Klassen gespielt. Und das ist eine Kopie einer Stratocaster. Und haben in den 70er Jahren habe ich unwahrscheinlich viele Leute pausenlos genervt, warum ich denn keine echte Stratocaster hätte. Und die Nerverei führte dazu, dass ich bei Rockinger in Hannover einen Aufkleber gekauft habe für satte 5 D-Mark und habe den hier drauf geklebt. Und siehe da, alle, die die Gitarre danach nochmal angefasst haben und angesehen haben, waren erstaunt, dass sie doch eine echte wäre. Für mich ist das ein großer Schwindel, so wie man sagt, Rock'n'Roll ist eine große Schwindelei. Und diese Gitarre, diese Dame ist eine Schwindlerin, eine Hochstaplerin. Aber nichtsdestotrotz, sie bleibt bei mir, weil sie, wie gesagt, gute Dienste im Studio hat. So, dann gehen wir mal zur nächsten Gitarre. So, jetzt werden der Hut wandert jetzt. Und jetzt haben wir hier eine Flying V, Flying V. Diese Gitarren und der Form habe ich immer schon derartig interessiert, weil meine Freunde von den Scorpions die Gitarren bevorzugen. Und insbesondere natürlich Rudolf Schenker, mein Freund, der auch mit exorbitanten Hüten und exorbitanten Cowboy-Hüten auffällt, der spielt diese Gitarren. Und ich habe die Anfang der 80er Jahre gekauft. Und in den ganz, ganz wilden Zeiten hat Toni Kral bei der Bühnenshow, da muss ich jetzt mal sagen, jetzt kommt ein neues Thema, die Gitarre sexuell belästigt. Achtung, Toni! Jetzt wird hier MeToo angesprochen und ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber im Knast kennst du dich ja aus. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. So, jetzt geht's mal weiter. Hier wieder Hutwechsel. Und hier habe ich jetzt mal eine echte Stratocaster. Und diese Stratocaster ist veredelt worden. Und zwar bei einem Fernsehauftritt im Friedrichstadtpalast habe ich Ritchie Blackmore kennengelernt und alle Leute, die ihn kennen oder mit ihm schon mal was zu tun haben, weiß er, es ist wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig anstrengend und es war eine Überredungskunst, ihn dazu zu bringen, diese Gitarre zu edeln. Ich glaube, dabei hat geholfen, dass wir so zu der Zeit so ein bisschen Country-Musik gemacht haben oder Folk-Musik und wir mit unserer Musik haben offensichtlich der Gattin gut gefallen, sodass da ein Weg war, dass er, der Erfinder von Smoke on the Water, diese Gitarre als gut befunden hat und hat hier sein Emblem hinterlassen. Also, die Gitarre mit Edelunterschrift von Ritchie Blackmore. So, liebe Freunde, hier drüben sehen wir schon mal ein Foto. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Und wir sehen hier eine Gitarre. Vielleicht gibt es eine Verbindung. Und hier hinten sehen wir eine schöne schwarze mit dem besten Hut, den ich habe. Und darüber erzähle ich euch beim nächsten Mal. Insofern, Peace on Earth, sportfrei, Salute. Ich trinke heute auf euch jede Menge Bier.